Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um ein wichtiges Thema. Und zwar ist mir nämlich in letzter Zeit was aufgefallen, wenn ich durch unsere Facebook-Gruppe gehe. Da ist mir nämlich etwas aufgefallen und zwar, ich umschreibe es jetzt mal mit dem Titel: Wenn du das machst, wirst du garantiert an der Börse verlieren. Und was ich damit meine, das erkläre ich euch jetzt hier im Video. Also ihr wisst ja, es gibt bei uns diese Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Mittlerweile sind da über, ich habe früher gestern noch mal geschaut, über 3200 Mitglieder dabei. Und jeden Tag gibt es 5, 6, 7 neue Diskussionen. Manche mit 1, 2 Kommentaren, manche dann aber auch mal innerhalb von ein paar Stunden mit 50, 60 Kommentaren. Ne? Also eine ganz, ganz tolle Sache, gerade wenn ihr neu seid im Optionshandel, um euch einfach da mit anderen auszutauschen, um Informationen zu bekommen und so weiter und so fort. Und für mich ist es zunehmend auch eine Quelle der Inspiration für die Videos hier. Denn ich lese natürlich viele Fragen, die darin auftauchen. Oftmals sind das ja auch wieder dieselben Fragen, die es schon mal vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei, vor drei, vor fünf Jahren gab. Und das heißt, ich kann auch gut Informationen hier für die Videos herausziehen. Und jetzt ist mir in den letzten Tagen etwas aufgefallen. Und zwar kam es vermehrt zu Posts von scheinbar neuen Teilnehmern, die sich immer mal auf andere Aktien bezogen haben. Meist ging es um Aktienoptionen, manchmal ging es auch um eine Future-Option. Und die immer denselben Tenor hatten. Und der Tenor war im Grunde genommen immer so: ich habe Folgendes gemacht, dann wird das Ganze aufgezählt, also einen Strangle, einen Short Call, einen Put, einen Spread, was auch immer. Ne? Also irgendeine Position wird aufgezählt. Und jetzt ist Folgendes passiert, dann wird meist der Verlust dargestellt, also ist irgendwas passiert, was weiß ich, jemand hat einen Strangle gemacht vor den Earnings, weil er gedacht hat, dass die Vola runtergeht und jetzt gab es eine riesige Explosion in der Aktie, egal ob nach oben oder unten, eine Seite ist jetzt riesige Minus oder jemand hat eben eine Future-Option und jetzt rennt die total gegen einen und also dann wird quasi aufgezählt, okay, was ist jetzt passiert und jetzt kommt der entscheidende Punkt, nämlich: Was soll ich jetzt tun? Was würdet ihr machen? Und bei dem einen oder anderen steht noch da: Ich habe diesen Trade im Demokonto. Bei den meisten steht das aber nicht da. Und ich befürchte auch, dass bei den meisten das tatsächlich kein Demokonto ist, sondern dass es das echte Konto ist. Und wenn ihr das schreiben müsst, dann werdet ihr garantiert an der Börse Geld verlieren. Und was meine ich jetzt damit mit: Ihr werdet garantiert an der Börse Geld verlieren? Der Punkt ist einfach der: Wenn ihr einen Trade macht, dann solltet ihr zu jeder Zeit wissen, wie dieser Trade beendet wird oder wie ihr mit diesem Trade umgeht. Das heißt, es gibt ja die ganz einfache Art, wie man einen Trade beendet, nämlich du eröffnest, wir bleiben mal bei unserer Art des Optionshandels, du verkaufst eine Option, die läuft so, wie du dir das erwartest, irgendwann ist die an einem Punkt, wo sie den von dir angestrebten Gewinn erreicht hat und du schließt diese Position einfach. So, das ist der einfachste Weg. Jetzt gibt es aber auch noch den anderen Weg und das ist der meist hier in diesen, beschrieben wird. Und zwar, dass eben beschrieben wird, ich habe einen riesen Minus in der Position, was soll ich jetzt damit machen? Und da ist es halt ungemein wichtig, dass ihr euch im Vorfeld, bevor ihr auch nur einen einzigen Dollar riskiert an der Börse, darüber bewusst seid, wie beende ich denn einen Trade? Also was mache ich denn, wenn es gegen mich läuft? Ne? Und ich kann natürlich verstehen, dass man sich dann ratsuchend an ein Forum wendet oder an eine Facebook-Gruppe oder sonst irgendetwas. Aber im Grunde genommen ist das der vollkommen falsche Weg, weil wenn ihr eine Position habt und die läuft gegen euch und ihr wisst nicht in dem Moment, was ihr machen sollt, dann gibt es nur einen einzigen Ausweg aus dieser Situation: Ihr müsst sofort diese Position schließen. Das muss nicht zwingend der beste Weg sein, ne? Aber wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt mit so einer Position, das heißt, wenn ihr keinen Plan B habt, dann hättet ihr diesen Trade gar nicht erst eröffnen dürfen. Jetzt ist ja aber das Kind schon in den Brunnen gefallen, ne? Das heißt, ihr habt diesen Trade schon eröffnet, ihr habt schon das Minus und jetzt schaut ihr quasi, kann mir vielleicht irgendjemand einen Tipp geben, wie ich das Ganze noch reparieren kann. Und ich muss sagen, gerade bei uns in der Facebook-Gruppe bekommt ihr in der Regel sehr, sehr gute Tipps. Es sind ganz viele Leute auch dabei, die eben dann sagen, okay, was hast du denn für einen Plan B, was willst du denn machen und so weiter und so fort, ne? Die das dann beschreiben. Alles toll.
Aber das Ding ist halt immer, viele Leute sagen, einen Kurs irgendwo zu machen, ein Buch zu kaufen, auch ein Seminar zu gehen, das ist alles viel zu teuer. Das kann man doch alles im Internet lernen und so weiter. Tatsache ist aber, die meisten lernen es eben nicht, ne? Sondern gehen, weil sie irgendwie angefangen haben, gehen sofort in Trades hinein, ohne wirklich zu verstehen, was sie da tun. Und das ist der sichere Weg, um wirklich richtig viel Geld an der Börse zu vernichten. Und deswegen mein Tipp an euch, und ich will das heute auch gar nicht weiter ausbauen, wir machen das jetzt relativ kurz. Wenn ihr nicht wisst, oder stellt euch einfach die Frage, ich habe heute möchte ich einen Trade aufsetzen. Und jetzt im Worst Case passiert Folgendes. Und dann malt euch aus, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ja? Option verfünffacht sich, verzehnfacht sich. Preis macht mit einem riesigen Gap nach oben. Ihr seid in einem Future, der Future läuft gegen euch Limit Up oder Limit Down. Und wenn ihr dann nicht sofort sagen könnt, aus dem FF, was ihr dann in so einer Situation tun würdet, dann dürft ihr diesen Trade nicht machen. Weil in 99% der Fälle wird es vielleicht nicht passieren, aber in dem 1%, wo es passiert, kann euch das wirklich extrem viel Geld kosten. Und wenn ihr da keinen Plan habt, was ihr dann macht, ne, dann wird es richtig teuer. Deswegen, macht zuerst eure Hausaufgaben. Das heißt, macht euch einen Trading-Plan, damit ihr wisst, wie ihr reagiert, und geht erst dann ins Echtgeldkonto. Das ist enorm wichtig. Schreibt mir mal hier unter das Video, ob ihr das hoffentlich so macht oder euch das selbst auch schon passiert ist, ob ihr da was daraus gelernt habt und wie ihr in solchen Situationen zukünftig verfahrt oder wie ihr danach verfahren seid. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.